Die Halle ist eine Möglichkeit, den Speicherverbrauch von Objekten anzuzeigen und wie diese im Speicher organisiert sind. Sie dient auch als Darstellungsform, um zu verstehen, wie man mit Hilfe von Referenzen arbeiten kann. Ich habe hier auf der linken Seite mal eine Klasse Person dargestellt. Diese hat einen Konstruktor Person und hier unten die Main-Methode, die ja benötigt wird, damit überhaupt begonnen wird, Programmcode auszuführen. Und ich habe hier auf der rechten Seite die Halde dargestellt. Die Halde besitzt die Spaltenadresse. Dort ist einfach eine Adresse abgelegt, mit der ich eine Adresse im Speicher meine. Dann habe ich eine Spalte, in denen trage ich Variablennamen ein, wenn ich sie denn kenne. Es gibt aber auch Objekte, die namenlos sind. Dann habe ich eine Spalte, in der trage ich ein, welcher Typ eine bestimmte Variable hat. Und dann habe ich zum Schluss noch eine zwei Spalten Spalte, die heißt Inhalt und splittet sich auf in einmal den Wert und einmal die Referenz. Dabei ist es so, dass die Spalte Wert immer nur dann benutzt wird, wenn ich Objekte, wenn ich Variablen habe, die vom primitiven Datentyp sind. Also ich schreibe mal hier primitiv. Und Referenz wird immer nur benutzt, wenn ich Objekte habe, die instanziiert sind oder komplexe Datentypen. Eine Variable wird niemals Inhalte in der Spalte Wert und in der Spalte Referenz haben, immer nur in jeweils einer davon. So, ich möchte jetzt mit der Programmausführung beginnen. Wenn ich ein Programm starte, dann wird er immer nach der Main-Methode gesucht. Und sobald eine Methode ausgeführt wird, gibt es schon mal auf dem Speicher eine Neuanlage, denn ich habe hier eine Variable args. Und diese Variable args, die wird auf dem Speicher angelegt, weil irgendwo muss ja diese Funktion ihre Werte abspeichern, die sie in den Eingabevariablen hinterlegt bekommen, damit sie diese eventuell auch innerhalb des Bodies der Funktion nutzen kann. So, wir haben jetzt hier die Variable args. Wir sind gerade in der Programmzeile 6 angekommen. Dort starten wir ja die Ausführung. Args ist vom Typ String Array. So, und da ein String Array ein komplexer Datentyp ist, handelt es sich also um die Spalte Referenz, die wir jetzt hier befüllen, nicht die Spalte Wert. Und in der Spalte Referenz schreiben wir für ein String Array, was noch nicht definiert ist, Null rein, weil wir nicht wissen, auf welches Array im Speicher zeigt denn jetzt die Variable args. Wenn alle Eingabevariablen versorgt sind auf dem Speicher, dann wird die nächste Zeile ausgeführt, im Grunde die erste Zeile. Und die erste Zeile teilt sich in einen rechten Bereich, wo ich den Konstruktor der Klasse Person aufrufe, und in einen linken Bereich, wo ich der Variable Anna die Objektadresse aufrufe von der Personinstanz, die hier erschaffen wird. Und zuallererst führen wir den rechten Bereich aus. Wir sind also jetzt hier in der Zeile 7 und führen aus New Person Anna. Wenn ein neues Objekt erschaffen werden soll, wie zum Beispiel hier eine Instanz der Klasse Person, dann wird sofort auf dem Speicher, ich lasse mal hier eine Zeile frei, damit es visuell sich ein bisschen abhebt von der Variable args, dann wird auf dem Speicher also ein neuer Typ angelegt, eine neue Instanz. Es wird hingeschrieben, von welcher Klasse dieser Instanz ist. Das ist in dem Fall Person. Und für alle Member-Variablen, die diese Klasse hat, und die Member-Variablen stehen ja immer hier oben drin, wird also eingetragen der Name und der Default-Wert bzw. die Default-Referenz. Wir haben bei der Klasse Person eine Member-Variable mName. Also
wird im Speicher die nächste freie Speicherzelle genommen. Dort wird für die Variable mName, die vom Typ String ist, ein Speicherslot angelegt. Der Typ String ist die einzige Variable, der einzige Variablentyp, der tatsächlich in der Referenzspalte und in der Wertspalte mal vorkommen kann, weil es eine Art Zwitter ist. Wenn wir eine String-Variable haben, die wir noch nicht definiert haben, nur deklariert haben, dann steht sie auch auf Null. Deswegen trage ich hier in die Spalte Referenz Null ein. Sobald ich die Variable mName definiert habe, würde dieses Null gelöscht und würde dann in die Spalte Wert wandern, wo ich dann einen ganz konkreten Wert zuordnen kann. So, damit habe ich im Speicher eine Personeninstanz erschaffen. Diese Instanz, die rahme ich auch jetzt mal ein, damit ich jederzeit weiß, okay, das hier gehört alles zur Instanz der Klasse Person, die an der Speicheradresse 102 sich befindet in meinem Speicher. Jetzt habe ich also die Member-Variablen erschaffen von der Klasse Person. Und jetzt geht es in die Abarbeitung des Konstruktors. Ich rufe hier auf New Person, Klammer auf Anna. Das heißt, ich rufe den parameterbehafteten Konstruktor auf. Dieser ist in der Zeile 3 abgelegt. Und dieser Konstruktor ist erstmal nichts anderes wie jede andere Methode und enthält eine Eingabevariable. Und für jede Methode mit Eingabevariable wird diese Eingabevariable auf dem Speicher angelegt. Ich lasse auch mal wieder hier eine Zeile frei. Ich habe eine Variable Annahme, die ist vom Typ String. So, und diese Variable Annahme erhält ja die Eingabe von dem Parameter hier unten, nämlich Anna. Deswegen ist der Wert Anna. Und ich trage in die Spalte Wert Anna ein und nicht in die Spalte Referenz. Das gilt nur für Strings. Wenn Strings mit einem konkreten Zeichenkette belegt sind, dann wird in der Spalte Wert diese Zeichenkette eingetragen. So, jetzt geht's weiter. Wir haben die Variablen, die benötigt werden für die Funktion, nämlich in die Eingabeparameter haben wir auf dem Speicher angelegt. Jetzt können wir tatsächlich in die Ausführung gehen. Wir wechseln also zur Zeile 4 und führen dort aus, mName ist gleich Aname. Da in Aname Anna drin steht, wird jetzt auch in der Variable mName Anna eingetragen. Und deswegen wechseln wir jetzt hier von der Spalte Referenz zur Spalte Wert. Wir sind fertig mit der Ausführung der Zeile 4 und es geht weiter. Die Methode ist hier zu Ende. Alle Variablen, die innerhalb des Bodies der Methode als temporäre Variablen erschaffen worden sind oder auch als Eingabevariablen erschaffen worden sind, wie Annahme, werden jetzt entfernt vom Speicher. Wenn die Methode beendet wurde, dann kehren wir zurück. Wir haben ja hier den Konstruktor aufgerufen. Wir kehren hier zurück. Und jetzt wird die Variable Anna deklariert. Sie erhält die Adresse, wo wir gerade das neue Personenobjekt erschaffen haben. Auf dem Speicher wird also eine Variable Anna erstellt. Diese ist vom Typ Person. Und diese erhält jetzt die Adresse, an der wir das Objekt erschaffen haben. Das Objekt haben wir hier erschaffen, das ist ja dieses rote Kästchen, an der Adresse 102. Und deswegen wird in der Spalte Referenz die 102 eingetragen. Und wann immer wir jetzt auf
Anna mit einem Punktoperator zugreifen, ist klar, dass hier nachgeguckt wird, okay, es gibt eine Variable Anna, die verweist auf ein Objekt, was an der Adresse 102 liegt. Und wenn ich dann mit Anna.mName auf den Namen zugreifen möchte, dann komme ich genau hier raus, weil die Variable mName ist eine Member-Variable von dem Objekt, was an der Adresse 102 sich befindet.